Danke, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister. Ja, wir stehen, zumindest ich, immer noch unter dem Eindruck der letzten ÖH-Wahl, wenn man das überhaupt so nennen kann, dass das eine Wahl war. Ich meine, es gibt immer zwei bedenkliche Szenarien, wo der Gesetzgeber eigentlich aufgerufen ist, tätig zu werden. Das eine ist, wenn bei Wahlen hundertprozentige Zustimmungen herauskommen, ähnlich Nordkorea oder irgendwie, dann wissen wir sind auf jeden Fall im falschen System. Oder es geht keiner mehr zur Wahl hin. Und es ist der Selbstzweck oder es ist offensichtlich eine Wahl, bloß mehr ein Selbstzweck der jeweiligen Funktionäre. Das ist ungefähr das Szenario, das wir heute auf Österreichs Hochschulen im derzeit Bildungsbereich generell wieder finden. Also bei der letzten Wahl, zur Erinnerung, waren glaube ich rund 15% der Wahlberechtigten überhaupt noch an den Urnen. Warum das so ist, lässt sich vielleicht da und dort auch erklären. Wir haben einen Zug, der geht in die Richtung, dass tatsächlich nur mehr Einheitslisten an vielen Universitäten angeboten werden. Alle anderen Listen werden entweder hinausgekickt aus ideologischen Gründen oder haben keinen Bestand oder es ist so und so sinnlos oder vieles andere mehr. Und dort gehen dann die Wahlen 100% für die Einheitsliste aus. Auf der anderen Seite haben wir Institutionen, da gehen schon bald weniger Leute hin wählen, als es zu wählbare Personen gibt. Sagt zum Beispiel die Webster-Universität, waren 5 Leute wählen und 7 Mandate wurden dort vergeben. Es hat eine andere Institution gegeben, da war überhaupt niemand bei der Wahl. Und dann gibt es eine Reihe von Institutionen, die haben so zwischen 0,6% Wahlbeteiligung und 1,5% oder 2% Wahlbeteiligung. Da wählen dann halt 29 Mitglieder 7 zur Verfügung stehende Mandatare. Also man kann fast sagen, man wählt sich selbst als Funktionär und fühlt sich dann vielleicht sogar noch saupudelwohl in diesem System, weil man ist ja vermeintlich demokratisch legitimiert. Ich fühle mich da überhaupt nicht wohl. Ich glaube, da geht die Reise in eine falsche Richtung. Es ist kaum mehr Demokratie zulässig. Es wird ein Mitte-Rechts-Gesinnter, sagen wir es einmal vorsichtig, ja als Faschist letztlich gebrandmarkt für sein Leben und versucht in der bürgerlichen Existenz zu erledigen, sodass dort tatsächlich es so ist, dass keine anderen Listen mehr zustande kommen, außer Einheitslisten oder linke und linkslinke Listen und vieles andere mehr. Die Zwangsmitgliedschaft, die dort herrscht, wird dann auch noch ausgenutzt, dass von 100% der Studierenden die Beiträge zwangsweise eingehoben werden und dann noch gegen einen Teil der Studenten, nämlich die, die eine andere politische Gesinnung haben, eingesetzt, um diese zu bekämpfen und in ihrer bürgerlichen Existenz letztlich zu benachteiligen und vieles andere mehr in diesen Bereichen. Und da kann man einfach nicht zuschauen. Dort, wo es noch Mitte-Rechts stärkere Gruppierungen auf Universitäten gibt, sehen wir, dass die Wahlbeteiligung 40, 50 und 60% der Stimmberechtigten ist. Das ist vielleicht auch einmal eine Analyse, die man machen kann. Dort, wo es noch eine Demokratie auf diesen Universitäten gibt, können wir echte Demokratie, verschiedene Auswahlmöglichkeiten, dort haben wir relativ hohe Wahlbeteiligungen und dort, wo die Antifa letztlich in den Büros und Referaten sitzt und gegen Lehrende, gegen die Freiheit der Lehre, gegen Lernende, gegen alle möglichen, die vielleicht nicht die gleiche Gesinnung haben, massiv vorgehen, dort gibt es fast keine Wahlbeteiligung mehr. Daher glauben wir, ist es höchst an der Zeit, über das System der Zwangsmitgliedschaften nachzudenken. Wenn man schon eine, und wir sind nicht dafür, dass es gar keine studentische Vertretung geben soll, aber dann soll sie sich freiwillig organisieren.
Ich nehme mal als gutes Beispiel den österreichischen Gewerkschaftsbund hin. Dort gibt es keine Zwangsmitgliedschaft. Die müssen sich auch bewähren, machen auch einen guten Job. In breiten Bereichen sind notwendig und wichtig, werden anerkannt und sind ein wesentlicher Spieler, wenn man so will, in der Sozialpartnerschaft ohne Zwangsmitgliedschaft. Und ich glaube, dort muss man auf der Hochschule, wo Freiheit noch gelebt werden soll, auch hinkommen. Und jetzt ist die Zeit reif. Wir haben einen Antrag eingebracht auf Aufhebung der Zwangsmitgliedschaft, vielleicht auch Einrichtung von freiwilligen Systemen. Der wurde rundweg abgelehnt von den Regierungsparteien, aber auch von der SPÖ. Man ist offensichtlich nicht einmal bereit, nachzudenken über das Ganze. Eines noch zu sagen, da sollen sie sich im eigenen Wirkungsbereich die Studierenden selbst mit einer Abstimmung machen, wie vielleicht der Zug der Zeit bei der ÖVP ist. Ich erinnere, da ist es am Ende so, dass wiederum nur der Kader hingeht, das hatten wir schon einmal, und diese natürlich sich bestätigen, dass die Zwangsmitgliedschaft bleiben soll, weil sie ja in Wirklichkeit um ihre eigenen Jobs sonst bangen müssten. Und das ist nicht das richtige System. Ich glaube, es ist an der Zeit, hier nachzudenken, auch im Ministerium, auch im österreichischen Nationalrat. Und wir werden hier nicht locker lassen, diesbezüglich auch weiterhin vorzugehen. Weil wenn es einmal gar keine Wähler mehr gibt, dann werdet auch ihr Linken aufwachen, dann ist vielleicht schon alles vorbei, dann ist die Demokratie eh total abgeschafft und so weit wollen wir es da nicht kommen lassen, oder? Martin Graf von der FPÖ erläutert seinen Antrag auf ein Ende der verpflichtenden ÖH-Mitgliedschaft. Er begründet diesen unter anderem mit der historisch niedrigen Wahlbeteiligung bei den ÖH-Wahlen im Mai dieses Jahres.